Nach Meinung von Ex-Präsident Jürgen Hunke droht dem Hamburger SV möglicherweise die Insolvenz. Wenn der HSV nicht sofort wieder aufsteigt, glaube ich, dass er es nicht mehr schaffen kann. Wir sind total überschuldet und bekommen bei den Banken keine Kredite mehr, sagte der 75-Jährige der Hamburger Morgenpost. Bei der Neuwahl des HSV-Präsidenten tritt Hunke am 19. Januar gegen Ex-Profi Marcel Janssen sowie den aktuellen Vizepräsidenten Ralf Hartmann an. Laut Satzung gehört der Präsident des HSV e.V. automatisch dem sechsköpfigen Aufsichtsrat der Fußball AG des HSV an. Die Gesamtverbindlichkeiten des Zweitligatabellenführers betragen aktuell mehr als 85 Millionen Euro. Am Ende der laufenden Spielzeit könnten die roten Zahlen bei den Hanseaten im dreistelligen Millionenbereich liegen,